Ah, super. Jetzt habe ich hier meine Dübelverbindung gebohrt. Dübel rein. Und jetzt müsste ich das einfach zu... Das passt nicht. Ich muss mich vermessen haben. Ich kaufe mir jetzt diesen Duo-Dübler. Damit geht das besser. Boah, krass. Da ist das Ding. Der Muffel DDF40 Duo-Dübler. Den hole ich mir jetzt. 1257 Euro, um Dübel zu bohren. Geht's noch? Du kennst es doch auch. Du willst einfach nur Dübel nutzen, um zwei Teile zu verbinden. Aber dann ist es nicht präzise genug und diese dämlichen Dübel passen nicht zusammen. Da kommt der von mir schon oft belächelte Duo-Dübler ins Spiel. Der macht sozusagen alles einfacher, weil die Maschine die Dübel präzise bohrt. Aber über 1250 Euro... nur um Dübel zu bohren, das ist viel zu viel. Und genau deswegen habe ich da schon oft drüber gelacht. Aber was ist mit Ego? Ja, jetzt weiß natürlich keiner, was Ego ist. Ego ist hier drin. Aber zuallererst, der Duo-Dübler ist genial. Aber warum? Die Idee, einen solchen Holzdübel zu nutzen, ist maximal schlau. Was wir bedenken müssen ist, der Anschaffungspreis einer solchen Maschine ist im Fall von Muffel extrem hoch, aber die Benutzungskosten sehr, sehr gering. Denn solche Dübel könnt ihr wirklich überall kaufen und sie sind super günstig und ein klasse Verbindungsmittel. Wir können die Teile einfach so zusammenstecken und haben eine richtige Holzverbindung. Das Problem ist, und da kommt das Werkzeug ins Spiel, bei einem Dübel können wir die Teile immer noch verdrehen. Wir könnten sie also so schräg zusammenleimen. Das ist Mist. Sobald wir zwei passende Dübel hätten, was wir jetzt in diesem Fall nicht mehr haben, können wir die Teile nicht verdrehen. Und ist die Maschine präzise, haben wir am Ende im besten Fall eine Verbindung, die wirklich genau bündig sitzt. Allerdings gucken wir uns jetzt erstmal den Ego an. Der ist hier in der weißen Kiste. In der weißen Kiste hier ist auch ein Duo-Dübler, aber für 175 Euro von Igu. Und das ist spannend, weil die grundsätzliche Idee, zwei Dübel passgenau zu bohren, im Prinzip ähnlich wie bei einer Dominofräse, ist eigentlich maximal schlau. Und wenn wir das für 1000, ja fast 1100 Euro weniger machen, dann wäre es cool. Oh, oh Gott, ich ist. Was ist das denn für eine Mafia-Sporttasche? Die Tasche ist lässig. Damit kannst du ja so zur Arbeit gehen. Also, hier soll das Ding drin sein. Wir packen das mal aus. Ich hoffe, wir können diesen Stecker ändern. Ja, können wir. Die Anleitung... Oh, es stinkt hier drin. Aber hier ist der Igu. Der Preis ist klasse. Die Frage ist natürlich nur, ob das Ding für das Geld irgendwas kann. Wir haben auf jeden Fall einmal die Maschine. Hier sind auch schon zwei Fräser oder Bohrer drin. Wir haben diesen Stecker hier, den wir auseinanderbauen müssen, damit es ein... Hallo? Ach, man braucht einen Schraubenzieher. Also den Stecker müssen wir noch umbauen. Dann haben wir ein paar Dübel und zwar zwei Größen. Denn wir haben auch noch zwei andere Bohrer dabei. Das ist echt schon viel. Wir haben hier Ersatzkohlebürsten und so einen Imbusschlüssel. Den schnappen wir uns schon mal. Der ist relativ fett. Wir gucken uns jetzt zuallererst auch mal die Maschine an. So wie das aussieht, haben wir diese größeren Dübel drin. Das dürfte 8 mm sein. So wie ein... Ist das 8 mm? Ja, oder sind das sogar 10? Wir gucken gleich mal. Die nehmen wir auf jeden Fall zuerst und gucken uns erstmal das Ding an. Das ist jetzt unsere Maschine hier und das sieht schon ein bisschen aus, ja, wie eine Flachdübel- oder Dominofräse. Wir haben verschiedene Anschläge, die wir hoffentlich noch ein bisschen fester machen können, wo wir sozusagen die Höhe einstellen können, hierüber, wo unser Dübel sitzt. Und wir können theoretisch auch verschiedene Winkel einstellen. Ich glaube, es hat sogar einen Rastpunkt bei 45 Grad, den müssen wir später mal ausprobieren. Diese Anschläge machen es dann super einfach, im besten Fall, dass wir unsere Dübel ganz präzise und wiederholgenau bohren können. Denn wir müssen nicht einzelne Dübel bohren, wir können einfach zwei Dübel immer gleichzeitig bohren. Und dadurch, dass diese Position absolut fix ist und auch der Anschlag später, sollte das das Ganze viel einfacher machen, wenn es funktioniert. Wir haben auch noch hier einen Tiefenstopp, der dann wiederum wahrscheinlich festlegt, das reicht ja nun überhaupt nicht. Der festlegt, wie tief unsere Dübel reingehen, je nach Dübellänge. Wir haben ganz schön viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier oben noch einen versteckten Imbus, der hier im Griff sitzt.
Oh Gott, kriege ich den da wieder rein? Ach du Scheiße, wie war der denn da drin? Den legen wir jetzt erstmal zur Seite. So, wir machen das Ding jetzt gleich zuerst mal an und gucken mal, wie das klingt. Es riecht schrecklich und das Kabel ist ziemlich kurz. Wir brauchen eine Verlängerung. Und doch, hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Absaugung, aber wir können, also ich weiß nicht, wie wir hier einen Staubsauger dran kriegen sollen. Aber vielleicht passt es. Ich hole mal mein... Ich sehe jetzt gerade, der Tiefenanschlag hat auch eine Skala. Für 175 Euro. Es fasst sich ein bisschen fürchterlich an, aber wir haben, glaube ich, alles, was wir brauchen, damit es theoretisch funktionieren kann. Ich hole den Staubsauger. Also ich glaube, das passt nur mit sehr, sehr viel Gewalt. Mal gucken, ob ich diese Gewalt aufbringen kann. Los jetzt! Geh rein da. Oh, nee. Ich glaube auch, dass die Stelle zum Absaugen schwierig ist. Wir lassen den Staubsauger einfach mal weg und machen das Ding an. So, dann wollen wir mal. Und... Oh, oh Gott! Ah! Oh, also es funktioniert, aber es ist, glaube ich, mit Abstand die lauteste Maschine, die wir hier je hatten. Oh Mann, und ich weiß jetzt auch, wofür der kleine Schlüssel ist. Der passt hier rein. Hier können wir die, oh Gott, die Fräser lösen. Und ich will das einmal machen, um zu gucken. Ja, die haben einen Anschlag hinten, dann geht es nicht weiter. Wir können die also ganz einfach reinstecken, bis es nicht mehr geht. Und dann mit diesen kleinen Schrauben hier sichern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich super überzeugt bin von dem Sicherungssystem hier. Ich glaube eher nicht. Oh Gott. Und der Schlüssel ist auch mini. Das wird schon gehen. Also, was wir jetzt zuallererst mal machen müssen, ist unsere Teile markieren und probieren, ob es präzise ist. Im besten Fall ist das jetzt der Part, wo es idiotensicher wird. Wir zeichnen uns einfach hier einmal eine Linie an und wir zeichnen uns hier eine Linie an. Wenn wir die beiden Sachen zusammenhalten, sehen wir, okay, das müsste jetzt hier genau bündig sitzen. Bündig an der Außenkante und auch bündig, was die Höhe angeht. Und im Prinzip müssten wir jetzt eigentlich nur die Maschine hier anlegen und loslegen. Zuallererst müssen wir aber noch die Materialstärke einstellen. Das sind ungefähr 18 mm. Mal gucken, wie präzise das hier ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier ungefähr auf 9 runter. Ich glaube, das soll der Pfeil sein. Da wir beide Teile gleich machen, ist es nicht ganz so wichtig, dass wir das wirklich treffen. Aber es sollte natürlich halbwegs passen. So, und jetzt können wir hier eigentlich losdübeln. Gut, dass ich nochmal richtig hingucke. Das sind nicht 9 mm, sondern da unten. Und das wäre tatsächlich auch das kleinstmögliche Maß laut dieser Skala. Wir müssen dahin. So, jetzt können wir loslegen. So, dann, ich probiere es mal wie bei der Dominofräse, sodass ich mit der Maschine sozusagen das Werkstück festspanne. Oh, laut! Das sieht absolut clean aus. Viel besser als gedacht. Man merkt aber, ach so, ich habe die Kante vorher gar nicht abgeschnitten. Ja, perfekt. Die Kante ist jetzt nicht so gut, aber egal. Wir fräsen hier rein. Wir können jetzt einfach hiermit gleich an unserer Linie anlegen. Also los. Also eine Absaugung wäre natürlich super, weil das echt staubt wie Sau, aber egal. Wir haben auf jeden Fall unsere Dübellöcher. Wir nehmen jetzt die Dübel, die mit dabei waren. Oh. Okay, der eine hat Luft, der andere nicht. So, und jetzt kommt das zweite Teil oben drauf. Oh, das passt. Oh, das passt so gut. Oh. Aber, ja, ganz, können wir das ein bisschen klopfen? Also wir haben ein ganz bisschen Versatz. Liegt das daran, dass der eine Dübel nicht passt?
Liegt es am Dübel oder am Loch? Nochmal probieren. Also wir haben auf jeden Fall eine Eckverbindung mit ein bisschen Ausbaupotenzial. Es ging absolut schnell und die Passform ist schon mal nice und man sieht, was der Vorteil ist. Wir können die Teile jetzt nicht mehr verdrehen und dadurch, dass wir zwei passende Dübel haben, haben wir natürlich auch doppelt so viel unsere Verbindung repariert. Das ist schon echt nice. Das für 175 Euro. Die Frage ist, diese Linie hier, mit der wir anlegen, vielleicht ist die nicht ganz so präzise und wahrscheinlich muss man die Maschine noch besser festhalten, weil wenn man natürlich ein bisschen rechts und links wackelt oder sich das ganz leicht nur bewegt, dann haben wir eine zu lockere Passform, aber das ist schon sehr, sehr geil. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns was anderes als Material, machen nicht nur zwei Dübel nebeneinander, sondern 6 oder 8. Guck mal, wie das passt. Aber es, warum, was kann der Duo-Dübler mehr, dass er mehr als 1.100 Euro mehr kostet? Das funktioniert schon mal und das muss ich noch mal sagen. Ich habe ganz oft über das Werkzeug an sich gelacht. Grundsätzlich ist das eine super geile Verbindung und für das Geld sehe ich das. Für über 1.000 Euro nicht, aber es funktioniert ja. Wir brauchen mehr Holz und mehr Dübel. Was ganz cool ist, wir haben auch zwei Linien, die uns genau anzeigen, wo die Dübel später sitzen. Das ist jeweils der Mittelpunkt des Bohrers. Das ist super, weil so können wir eigentlich fast schon frei Hand bohren und wissen trotzdem immer ganz genau, wo später unsere Dübel sitzen. Wenn wir das also so hier dran halten, wissen wir, nö, das haut nicht hin. Hier klappt es ohne Probleme. Wir fräsen jetzt die beiden äußeren mit den Fräsern, die wir drin haben, wechseln dann auf die kleineren und fräsen dann jeweils die Mitte. So können wir wirklich überprüfen, wie wiederholgenau diese Maschine ist, auch wenn wir mitten im Prozess das Werkzeug wechseln. Also Maschine an. Oh. Und los. Eine Sache fällt sofort auf. Bei diesem Holz hier, das ist jetzt Esche, verstopft der Bohrer weniger. Man merkt, dass die Späne besser abgehen, weil es halt nicht so harzig ist wie das Holz, was wir vorher hatten. Und der Bohrer geht viel, viel, viel besser rein. Das ist wirklich ganz geil. Jetzt habe ich nur vergessen, wie weit ich schon drin bin. Ich muss also nochmal neu ansetzen und gucken, ob ich die gleichen Löcher treffe. Was man hier merkt ist, dadurch, dass wir anders als zum Beispiel bei einem Flachdübelfräser wirklich nur gerade reinfahren, können wir die Maschine super gut gerade und präzise halten, weil die Bohrer oder Fräser wirklich nur gerade reinfahren. Obwohl das so viel Kraft ist, wackelt das nicht hin und her. Wer die Dominofräse oder Flachdübelfräse kennt, weiß, dass man wirklich festhalten muss, weil das Ganze sonst leicht zum Wandern neigt. Gerade bei Flachdübelfräsen gerne in Drehrichtung des Fräsers. Jetzt tauschen wir hier die Messer. Und gucken, wie es läuft. Boah, so, können wir auch gleich mal gucken, wie heiß die ganze Geschichte ist. Oh ja. Oh. So, dann den neuen rein. So. Jupp, einmal. Oh, Gottes Willen, der Schlüssel ist wirklich klein. Heiß. Oh, aua. Und na. So, und 2. Den auch festdrehen. Wir haben jetzt nichts an der Maschine verstellt und fräsen jetzt einfach weiter, als wäre nichts gewesen.
Sache dürfte jetzt ganz klar sein. So eine Maschine, der brauchte gar keine Kraft. So eine Maschine macht den Pro. Sag mal, sind das die. Ich glaube, es sind bestimmt die Dübel, die sind wahrscheinlich nicht die besten. So eine Maschine macht das Ganze viel, viel schneller. So kann man ruckzuck Platten verleimen. Und da ist der Dübel dann natürlich auf einmal doch hoch im Kurs. Die sitzen super eng. Okay. Die Frage ist, wie passt es jetzt? Kriegen wir das so zusammen? Bei 6 Dübeln frei handgebohrt würde ich sagen, nein, es passt nicht. Aber so? Ja, das gibt's ja wirklich nicht. Es ist einfach komplett zusammen. Ja, so, das passt. Kriegen wir das auch wieder auseinander? Nee. Oh, doch. Oh Gott. Das ist eine affengeile Verbindung mit Dübeln, die nichts kosten und einer Maschine, die auch nicht viel kostet. Aber Jonitz, das steht ja hier und hier über. Das ist richtig. Wir haben ja jetzt auch nicht geguckt, ob wir es flächenbündig, also abschließend bündig kriegen, sondern ob unsere Markierungen passen. Wenn man sich das anguckt, die passen einfach genau. Die Präzision ist viel, viel höher, als ich das erwartet hätte. Weil es einfach, ja, so wie ich gerade beim Fräsen schon gesagt habe, man merkt wirklich, dass man überhaupt keine seitliche Bewegung hat. Was logisch ist, weil der Bohrer ja nur gerade rein soll. Ganz, ganz anders als bei Flachdübelfräsen. Und ich glaube, jeder kennt da das Problem. Wenn man nicht hundertprozentig wirklich den Grip hat, fährt die ein ganz bisschen nach rechts und links. Das ist beim Flachdübel nicht schlimm, weil wir die Verbindung meistens auch noch nach rechts und links leicht nachjustieren können. Aber das ist ganz oft vielleicht etwas, was wir gar nicht haben wollen. Wir wollen, dass die Verbindung nur in einer Position passt, so wie diese hier. Die passt zwar nicht hundertprozentig, aber wir haben überhaupt keine Chance, das zu verschieben. Bei 6 Dübeln sowieso schon mal gar nicht mehr. Aber das ist richtig geil. Vielleicht muss ich mir den Muffel-Duo-Dübler doch mal kaufen. Also an sich ist das wirklich super geil, weil ihr einfach Verbindung macht, die extrem präzise sind. Und das für 175 Euro, das ist knallefest. Also wir können das auch mit dem Hammer nicht in dieser Dimension verschieben, einfach weil die Dübel kein Spiel haben und man sieht, dass die Linien genau passen. Gibt's nicht. Ich bin wirklich schwerst begeistert von dieser Maschine, muss aber trotzdem einen großen, ja, ich will mal sagen, Denkpunkt mitgeben. Was man hier sieht ist, wir haben nicht viel Spielraum. Das hier ist wahrscheinlich in der Realität mit seinen 6 cm das schmalste Maß, was geht. Wir können den Abstand dieser beiden Bohrungen nicht verändern. Sie sind also immer so weit auseinander. Und damit diese Verbindung stabil ist und vor allen Dingen auch stabil bleibt, brauchen wir natürlich vor allen Dingen an dieser Seite etwas Material, damit das Ganze nicht einfach ausbrechen kann. Ich glaube, dass wir hier bei 6 cm schon wirklich am Maximum angekommen sind. Macht euch das also bewusst, dass das so der Endpunkt ist, dass ihr 2 Dübel einbohren könnt. Ihr könnt natürlich mit der Maschine auch nur einen einbohren, habt dann eine solche Verbindung. Aber denkt dran, dann habt ihr keinen Schutz gegen das Verdrehen. Ja, ihr könnt aber jede Platte, jedes Plattenmaterial damit ganz einfach verbinden. Was für ein spitzenmäßiger Tag! Nichts erwartet und die Erwartung maximal komplett durch die Decke geschossen. Über Jahre ist eigentlich immer die Frage, gibt es eine Alternative zur Dominofräse? Der Flachdübel ist es nicht, weil er meistens breit ist und wie ich gerade schon gesagt habe, nach rechts und links kann sich das Teil eigentlich immer noch verschieben. Diese Maschine ist es in einem Gesichtspunkt. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt eine gewisse Mindestbreite. Das hat die Dominofräse immer noch als Vorteil und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nach wie vor die beste Maschine überhaupt, um Holz zu verbinden. Das ist kein Geheimnis. Aber für alles andere, wenn man nur in Anführungszeichen knapp 200 Euro ausgeben will, ist das der absolute Knaller. Wenn ihr euch per 3D-Drucker oder wie auch immer vielleicht noch einen Aufsatz macht, damit ihr euren Staubsauger dran bekommt, dann ist das absolut genial. 45 Grad haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobiert, macht aber fast keinen Sinn. Selbst wenn ihr die Einstellung minimal verändern müsstet, es ist jetzt an diesem Punkt einfach sinnfrei zu meckern. Es erspart einem maximal das Messen. Ihr müsst euch eine Linie anzeichnen und peng, schon habt ihr eine absolut geniale Eckverbindung oder eine
Plattenverleimung, so dass ihr nicht das Problem habt, dass die auf zwei verschiedenen Ebenen sitzen oder verrutschen. Mann, 175. Habe ich in dem Video öfter mal den falschen Preis gesagt? Ich weiß es nicht. Wenn ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und schreibt natürlich gerne auch mal Ego rein. Jonas, verschenkst du das Ding? Nö. Dieses hier nicht. Ich behalte das, weil ich das tatsächlich absolut smart finde. Wenn man an Projekte denkt, wo man vielleicht keine Domino-Fräse benutzen wollen würde, um noch mehr zu zeigen, dass das jeder nachmachen kann, ist das die perfekte Wahl. Und ich halte das für viel, viel besser als eine Flachdübelfräse. Das sage ich laut. Deswegen smasht Ego unten rein. Ratet selber, wie viele O's, denn wir verschenken einen so ein Ding oben drauf. Sonst wäre es ja kein Testvideo. Oh, der Bohrer. Da ich die behalte, sollte ich auf die Sachen aufpassen. Ich habe ja jetzt das schöne schwarze Täschchen. Da kommt alles rein. Mit dem Staub gar kein Problem. So. Kabel haben wir hier auch schon. Wir sehen uns nächstes Mal. Was für ein geiles Video. Ich bin happy. Dübel fallen hier schon raus. Was soll's? Dübel kosten nicht die Welt. Das ist eigentlich das Beste daran. Das kostet nicht viel. Tschüss.